So Leute, jetzt gibt es unglaubliche Werkzeuge, die auf einem anderen Level sind. Leute, das Video ist vom verrückten Lab. Schaut gerne vorbei, schallert ein Like und ein Abo rein und zeigen mir die Werkzeuge. Während manche Arbeiter ihre Fähigkeiten perfektionieren, erfinden andere einfach die passenden Werkzeuge. Das eine heute war doch einfach nur ein Fluch, die oder die erstaunlichsten nicht? Tools, die einfach perfekt sind. Ihr werdet euch wundern, so warum ihr nicht selbst drauf gekommen seid. Also beeilt euch, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke. Denkt ihr, Holzhacken ist hart? Nun, nicht mit dieser Axt auf Steroiden, weil sie einen Baumstamm mit nur einem Schwung in 6 Stücke spalten kann. Das klingt geil. Das ist doch voll smart, oder nicht? Ey, jetzt kurz mal ganz kurz zurück, ne? Was ist das bitte für ein geiles Hobbithaus oder so? Da will ich leben. Dieser Typ fand den ungewöhnlichsten Einsatz für ein gewöhnliches Fahrradgetriebe. Nur ein wenig Arbeit. Und jetzt kann er in weniger als einer Minute perfekte Löcher machen. Ja, und was macht er mit den Löchern? Cool. Und dieser Pflug wird die Arbeit jedes Bauern also, in einen echten... Ich muss sagen, das sieht mega satisfying aus, ne? Wie sich das so verwandelt und so und wie die, keine Ahnung, wie das hier dann aussieht. Aber das ist doch einfach nur ein Pflug. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich bin jetzt kein Experte, aber... Urlaub verwandeln. Das ist der Beweis, dass die Zukunft schon hier ist. Man muss nie mehr aus dem Bett steigen, um eine Glühbirne zu wechseln. Man schickt einfach eine Drohne. Und muss man da nicht vorher die Wenn ihr Dinge dachtet, dass das Verputzen einer Wand ein ganzes Team von Arbeitern erfordert, oh ja, das soll bei meinem Haus auch diese Maschine an. Dass alles so verputzt wird. Dieser Trämer wird euren Nachbarn definitiv eifersüchtig machen. Solche Buschbäume will ich auch haben. Was kommt so als nächstes? Abtrennung. Ein echter Edward mit den damit Scherenhänden. Damit jeder reingucken kann. Super Kabel brauchen super Werkzeug. Und dieses kann die Isolierung in nur einem Augenblick entfernen. Das sieht so krank aus. Wie so Dr. Octopus. Vergesst eure Gießkanne. Immerhin kann man mit diesem Boot eine ganze Plantage auf einmal bewässern. Das ist smart. Ich bin mir sicher, dass ihr euch gefragt habt, wie Nägel verpackt werden. Seht euch dieses Tool an. Jetzt wisst ihr es. Und hier ist ein unglaubliches Werkzeug zum Verpacken von Eiern. Und ihr dachtet, sie werden einzeln verpackt. Ich wusste gar nicht, wie die Chips ihre Form bekommen. Diese Maschine schneidet sie mit. Bin ich doof? Das sieht irgendwie mega unecht aus. Oder säbelt das einfach so schnell, dass die Kamera das nicht perfekt einfangen kann? Oder? Mit Lichtgeschwindigkeit. Junge, was ist... Nee, das sind doch keine Chips. Das sieht so aus, als ob dieser Traktorfahrer das seinen ich schon Turbo-Boost gesehen. Verwendet. Aber eigentlich ist es ein feuriges Werkzeug, um das Unkraut auf dem Maisfeld zu verbrennen. Ja, das haben einige von euch auch bestätigt, dass das gar nicht so unüblich ist. Und ich dachte, sie machen gleich am Feld Popcorn. Das sieht aber mega sick Und aus. Und diese Maschine hilft Landwirten, Heu loszuwerden. Notiz an mich selbst, leg dich nicht mit Bauern an. Hier ist eine Maschine, die für nach Weihnachten praktisch ist. Perfekt, wenn man den Baum entsorgen muss. Nee, das ist eher Dieses ein Gerät kann Leute. Die Zweige von Mit Baumstämmen so entfernen. Nicht nur entfernen, sondern auch schnell, sehr schnell. Ja, auf meiner Wanderrunde sind auch viele Bäume gestorben. Dieser Typ wollte so sehr ein E-Bike haben, dass er einen Weg fand, es aus einem Kinderfahrrad und einem gewöhnlichen Akkuschrauber zu machen. Wahrscheinlich wegen der Hitze, kann ich mir gut vorstellen. Also wegen der Trockenheit. Das für dieses Jahr war ja überall echt trockener Hoffen als sonst. Hoffen wir, dass sich dieser Transformer nicht auf die Seite der Decepticons stellt. Und mit Hilfe dieses elektrischen Schraubendrehers kann er ohne jegliche Anstrengung Skateboard fahren. Easy. Ist schon irgendwie cool. Wie ist das letzte Boosted-Board? Mach das nicht zu Hause nach. Das Gerät, das diese Jungs erfanden, könnte Feuerlöscher überflüssig machen. Hä? Was? Und das Was ist war eine das? Drohne.
eine Flammenwerferdrohne, die chillig 100 Sekunden lang eine 7 Meter Feuersäule schießen kann. Aber warum? Ah, gegen so Hornissen? Ja, aber du verburnst doch den ganzen Wald! Eine ziemlich radikale Lösung für die Müllbeseitigung. Die Vorbestellungen für diesen erstaunlichen Staubsauger gingen alle an Spider-Man-Fans. Und hier ist der Grund. Also da brauchst du schon echt viel Vertrauen in deine Maschine, ne? Weil wenn die kurz mal einen Ausfall hat, Junge, dann fällst du runter. Aber im Ernst, versuch das lieber nicht zu Hause. Das ist ein Profi. Treppen sind in der Regel ein Hindernis für Rollstühle. Zack. Krass. Aber für diesen Rollstuhl gibt es das Wort Hindernis nicht. Sorry. Mit diesen kleinen Robotern müssen Feuerwehrleute nie mehr ihr Leben riskieren, um Feuer zu löschen. Riesige Einsatztruppe. Ja, nichts gegen die Roboter, aber ich glaube, so richtige Feuerwehrmänner. Ich frage mich, ob diese Kerle auch bezahlt werden. Ihr seid euch unsicher, wie ihr eure Kumpel besuchen sollt, ohne das Bier aufzuschäumen? Verwendet einfach diesen stabilisierten Rucksack. Perfekt, wenn man zu spät zur Party kommt. Lange Angelrouten sind so letztes Jahrhundert. Jetzt dreht sich alles um dieses Steinschleuderarmband. Diese Zweigreifen ermöglichen es, absolut überall zu fahren. Krass. Das sieht irgendwie ein bisschen creepy aus, oder? Selbst das dickste Eis fühlt sich wie eine Autobahn an. Boah. Wie die da einfach alles zerfetzen. Und dieses Werkzeug kann eine Betonstraße in eine gepflasterte Straße verwandeln. Meine Nase, meine Nase. Oder auch nur einen Stein zu verlegen. Während gewöhnliche Lader leiden, wenn sie versuchen, Säcke zu tragen, verwendet dieser Kerl ein spezielles Werkzeug und weiß nicht einmal, was Rückenschmerzen sind. Dieser Trockner ermöglicht es euch, schnell euer Auto zu trocknen, ohne dass ihr euch Sorgen über Kratzer vom Schwamm machen müsst. Will ich das denn sauber? Ach so, der hat das gerade geputzt und will das jetzt trocken föhnen oder was? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, Junge, wenn es geregnet hat, dann lasse ich das einfach trocknen. Hier kommt etwas direkt aus Hogwarts. Es ist ein Stiftscanner, der Text mit nur einem Wischen auf euren Computer übertragen kann. Das ist schon ganz geil, ne? Solange diese Technologie existiert, werdet ihr euer Auto nie mehr im Schnee verlieren. Ihr könnt keinen Bissen essen, ohne eine Sauerei zu veranstalten? Dann wird euch dieses Tool retten. Schaut euch nur an, wie es die Soße aufsaugt, ohne auch nur seine Form zu verändern. Irgendwie sieht das eklig aus. Sachen verladen ist nicht schwer. Vor allem, wenn ihr diese mobilen Förderbänder habt, die euch das Gefühl geben, ein Amazon-Lagerhaus zu besitzen. Der bei DHL kann es nicht sein, die brauchen immer so lang. So einfach wie ein Reißverschluss verlegen. Kunstrasen oder echter Rasen? Wenn ihr unebene Oberflächen messen müsst, ist dieser Profilkamm ein Lebensretter. Er kann jede Kontur mit absoluter Genauigkeit kopieren. Dieses Ding dreht jede Jeans um. Aber ob Junge, sowas bräuchte ich wirklich Geld mal. Für die Jeans hat, Alter, ist die wirkliche wenn Frage. Die Socken umgedreht Dank sind. Dank des speziellen oder? Designs dieses LKWs kann man in nur 24 Stunden einen Tunnel bauen. Ach so. Junge, was? Das ist ein Tunneleingangsbagger, LKW oder was? Guck mal da. Der steht da die ganze Zeit und das ist wie Lego für Erwachsene. Hier ist ein heißes Messer, mit dem man mit einer einfachen Bewegung Formen in Styropor schneiden kann, die selbst die besten Bildhauer überraschen würden. Aber warum? Das ist eine Maschine für die faulen Chefs von uns. Es kann Unterschriften auf Tausenden von Verträgen kopieren. Aber werft euren Stift lieber noch nicht weg, denn dieser Assistent kostet 375.000 Dollar. Ja, das ist doch ein bisschen teuer. Wenn ihr denkt, dass diese Maschine Pizza macht, dann liegt ihr falsch. Oh. Was macht sie denn? In nur wenigen Sekunden entstehen perfekte Brötchen. Pizza-Bällchen. Diese Barmaschine kümmert sich nicht darum, wie hart eine Oberfläche ist. Sie wird immer perfekte Tunnel bauen. Ich,
weiß nicht, ob ich dem Tunnel so vertraue. Normalerweise dauert es ewig, um Baumstämme mit schwerer Ausrüstung zu entwurzeln. Aber diese Ausrüstung zerstört jeden Stumpf in nur wenigen Minuten. Krass. Der zerfetzt einfach alles von dem. Und damit geht unser Arbeitstag zu Ende. Ach so, ja. Habt ihr auch erstaunlich. War gut, war tolle Werkzeuge.